Hallo, mein Name ist Attila Digritas. Ich bin Trainer für professionellen Sicherheitsbereich. In meinem Videoreihe möchte ich Ihnen Techniken, Tipps und Tricks für die Arbeit im Sicherheitsgewerbe zeigen. Liebe Sicherheitsfachkräfte, Securities oder auch die Security sein möchten oder werden möchten, zukünftige Securities. Okay, bei der Sicherheitsbereich ist natürlich erste Stelle und wichtigste ist, wie arbeite ich, in welche Moral gehe ich in die Arbeit. Das ist ganz wichtig. Jeder einzelne Sicherheitsmitarbeiter ist einfach das Visitenkarte dieses Unternehmens, wo ihr arbeitet. Jeder Mitarbeiter ist wichtig. Man heißt immer, ich brauche in der Sicherheit keine Leute, die Superman sind, 2 Meter groß, 1 Meter breit, 1 Schrank, sondern ich brauche ganz normale Menschen, ganz normaler Verstand und ordentliche Arbeit leisten und ordentliche Erscheinungsbild bringen. Ich werde heute euch kurz sagen und zeigen, wie ein Sicherheitsmitarbeiter sein könnte oder sollte, wie es eigentlich sein muss. Ich mit 20 Jahren Erfahrung habe ich in meinem Leben sehr vieles gesehen. Was ihr jetzt hinten seht, ist ein kleiner Profilbild. Das ist kein Witz, sondern es ist immer viele in der Sicherheit auch so. Nicht nur das, sondern noch katastrophaler Zustand. Man soll nicht denken, jetzt bin ich Sicherheitsmitarbeiter, jetzt habe ich meine Paragraph 34a gemacht, jetzt gehe ich arbeiten. Geld zu verdienen. Wenn ich Geld verdiene, muss ich auch was dazu leisten. Ich will was geben. Und es muss mir auch Spaß machen. Wir fangen an, wie soll ein Sicherheitsmitarbeiter sehen? Was ihr seht, okay. Rauchen. Viele Mitarbeiter rauchen in der Arbeit. Sie müssen rauchen, weil sie schon Raucher sind. Aber man darf niemals während Rauchen von Gästen, von Kunden erwischt werden. Ich muss kurze Pausen machen und wo ich auch rauche, darf ich nicht einfach gesehen werden. Es gibt Stellen, das ist mit dem Feuerwehr abgestempelt, da darf man gar nicht rauchen und während Arbeit natürlich nicht. Man kann in den Pausen rauchen, aber ansonsten darf man euch mit Zigarette in der Hand niemals sehen. Kannst du bitte den Zigarette wegschmeißen? Okay. Wie ihr seht, der Kollege kaut Kaugummi. Okay. Viele kauen Kaugummi. Ich sage immer, wenn ihr seriös erscheinen möchtet, in der Sicherheitsbereich, bitte keine Kaugummi. Das ist kein seriöses Erscheinungsbild für die Sicherheitsmitarbeiter. Bitte während Arbeit, während Dienst, Ernstigkeit und keine Kaugummi. Bitte einfach den Kaugummi weg. Gut. Gut, wenn ihr zu arbeiten geht, rasiert euch schön, macht eure Haare schön. Ja, das ist einfach, ich will einfach gut aussehen, ja. Ganz wichtig, dass der Partner, mach mal deine Haare ein bisschen gut, okay, schön, gut. Kommst du bitte zu mir nach, ein bisschen Klamottenordnung, mach mal deine Klamotten ein bisschen Ordnung, genau. Die Hosen, okay, genau. Okay, deine Jacke mal ein bisschen runter, bitte. So, Kragen auch, sauber. Okay, Bauch rein, Brust raus. Okay, genau. Jetzt ist ganz anderes Erscheinungsbild. Wie ihr seht, von einem Mitarbeiter, wie es ist, ernst sein und seine Arbeit ernst nehmen. Stehen. Vorhin habt ihr gesehen, der hat sich irgendwo angelehnt. Wir sind Doorman oder Türsteher, sagt man. Oder wir stehen einfach. Wenn ich im Eingang bin, muss ich stehen. Wie ich stehe. So, das ist keine Stehen. Stehen heißt mit 2 Füßen fest auf dem Boden zu stehen. Natürlich in einer Fläche stehen 10 Stunden, 8 Stunden für manche Kollegen sehr schwierig. Da muss der natürlich auch der Auftraggeber oder der Einsatzleiter auch so einteilen, dass er nicht ganze Zeit in einem Punkt steht. Der kann schon ein bisschen bewegen, dass er seine Durchblutung kommt. Okay, immer ein bisschen mal bewegen. Schadet nicht für den Körper, aber stehen ist das. Und das ist sein Job, einfach vernünftig zu sein. Vorhin habt ihr auch vielleicht gesehen oder nicht gesehen, er hat seine Hände in die Hosentasche gehabt. Das geht nicht in unserem Job, in unserem Bereich. Bitte Hände raus von Hosentasche. Genau. Solche Punkte sind wichtig. Wenn es kalt ist, die haben Jackentaschen. Die Jackentasche können die Hände rein. Okay, Handschuhe, dann ist es okay, aber nicht in die Hosentasche. Hände immer frei, mit Handschuhe. Geradeaus, gut gepflegte Mitarbeiter, immer rasiert, gut gepflegt, immer nett, genau, immer nett, höflich, einfach Sicherheit ausstrahlen. Wenn ich gehe, der heißt Sicherheitsmitarbeiter und wenn ich neben ihm bin, fühle ich mich sicher. Ich gucke ihn an, oh, danke, dass Sie da sind, ich fühle mich jetzt sicher. Vernünftig, angenehm, aber wenn es darauf ankommt, dass er auch ernst ist.
dass er auch sich durchsetzen kann. Ein Erscheinungsbild. Gute Schuhe, Sicherheitshose und dementsprechend auch Oberteil. Wenn ihr zum Arbeiten geht, bitte Klamottenordnung achten, sauberer Outfit, saubere Schuhe, saubere Hose, dass es auch in den Sicherheitsbereich passend ist. Nicht mit eurem Jeanshose in den Sicherheitsbereich gehen oder so Mode, zerrissene Hose. Ich bitte euch, achtet euer Outfit, achtet euer Erscheinungsbild und euer Equipment. Wenn ihr zum Arbeiten geht, braucht ihr immer einen Handschuh. Wenn ich Bodycheck mache, Hygiene, ganz wichtig, Handschuhe. Okay, ganz noch wichtig ist bei der Security und Sicherheitsbereich, viele Mitarbeiter tragen Sonnenbrillen. Wenn es Sonne scheint, natürlich ist wichtig, dass man Sonnenbrillen gleich hat, aber es ist nicht gut gesehen, wenn man im Dienst Sonnenbrille hat. Erstens von der Sicherheitsaspekt, ja, Sonnenbrille ist gefährlich, wenn in Einsätze kommt, es geht schnell kaputt und es kann auch meine Augen schnell verletzen. Von daher ist es erstmal wichtig, dass man keine Sonnenbrille trägt. Zweitens ist es auch wichtig, mit den Gästen in Augenkontakt zu haben, mit Gästen auch Augenhöhe zu haben. Das bedeutet, ich mache mich nicht mit Sonnenbrille wichtig, ja, wenn ich Sonnenbrille trage. Ja, viele denken, ja, da kann ich mich ein bisschen wichtig machen, ich bin da wichtig, sondern Sonnenbrille kann auch sein, dass es eine arrogante Art ist und es kann auch provokativ sein, von der Psychologie halt gedacht. Und deswegen werde ich empfehlen, während Dienst, dass man auch keine Sonnenbrille tragen sollte. Ja, ich will meinen Einsatz richtig machen, ich will Augenhöhe und ich will auch, dass meine Gäste oder die Leute, die gegenüberstehen, auch meine Augen sehen und diese auch Kontakt, Blickkontakt, kann man auch viel übermitteln, kann man auch viel besser arbeiten. Deswegen werde ich auch empfehlen, dass ihr im Dienst keine Sonnenbrille tragen solltet. Wenn es sein muss, wenn ihr bestimmte Aufträge, könnt ihr Handschellen mitnehmen. Natürlich, das werde ich nicht unbedingt empfehlen, für jede Kleinigkeit Handschellen rauszuziehen, sondern Handschellen brauche ich wirklich in einem groben, großen Einsatz. Wenn ein Mensch jemand richtig körperlich verletzt, Schwerverletzung, körperliche, gefährliche Verletzungen zufügt, Amok läuft, irgendwelche Einsätze, dann darf ich meine Handschellen sofort einsetzen, weil da kann ich auch beim Richter auch sagen, okay, das war keine Freiheitsberaubung, sondern das war auch rechtlich auch in Ordnung, dass ich den Handschellen einsetzen müsste. Ansonsten haben wir weniger Equipment, wenn ich in Lautstärke habe, draußen auch meine Ohrstöpsel mitnehmen, dass ich meine Ohren noch gesund halten kann. Aber auch Funkkommunikation muss passen. Gutes Erscheinungsbild, mein Mitarbeiter, der in Einsatz ist, wie er läuft, wie er sich bewegt, wie er an die Leute geht, angenehm und Sicherheit ausstrahlend. Wenn ich eingesetzt werde in einem Veranstaltung, irgendwo im Bereich, dann werde ich natürlich mit meinem Kollegen Streife laufen. Und wenn ich Streife laufe, man langweilt sich, man will ja ein bisschen unterhalten mit Freunden und viele machen den Fehler, gucken sich gegenseitig und reden gegenseitig, schauen sich an und neben mir fällt jemanden, andere Seite stirbt jemanden und wir gucken uns beide und sehen gar nichts, was Umfeld passiert. Das darf nicht vorkommen. Wenn wir reden, wir können reden, wir hören uns ja, aber wir gucken immer und scannen die ganze Umgebung, aber wir reden und wir hören uns miteinander, Kollegen, und dann schauen, gucken, ob was passiert, und wenn ich was sehe, schau mal kurz wieder hier und dann guckt er hier und dann kann man rübergehen und dann die Menschen helfen, wer Hilfe braucht. Nächstes wichtige Thema ist natürlich, wir haben die ganze Zeit gesagt, Sicherheit, wir sind wichtig für die Sicherheit, dass die Leute sich sicher fühlen. Wenn wir sehen, jemanden sucht irgendwas, jemand hat Fragen, wir sind auch Dienstleister, wir müssen zu den Leuten gehen, fragen, brauchen sie Hilfe, kann ich ihnen helfen, nicht einfach gucken und vorbeilaufen, sondern wir müssen schauen, brauchen Sie Hilfe? Brauchen Sie was von uns? Können wir Ihnen helfen? Das ist auch ganz wichtig, dass wir die Leute zugehen. Wenn jemand uns was fragt, natürlich auch denen kurz beraten, kurz sagen, schauen Sie mal, wo sind die Toiletten, wo sind das? Nächstes wichtige Thema ist, wenn ich in einem Sicherheitsgebäude, Sicherheitsbereich eingesetzt werde, wenn ich reinkomme, schaue ich mir, wo sind die Notausgänge, wo sind die Feuerlöscher, sind die Notausgänge frei? Ausgänglich? Sind die Feuerlöscher aktuell in TÜV geprüft? Ich muss halt wissen, wo welche Eingänge, wo, wie ist die ganze Struktur dieser Gebäude ist. Wo finde ich was? Wo sind die Sanitäter eingesetzt? Wo sind die Verbandkasten, wo ich halt, wenn ich suche oder suchen muss? Genau.
wo ist der Hausmeister, Techniker, wenn Elektrik oder Strom, irgendwie technisch was nicht stimmt. Ein Sicherheitsfachmann heißt auch nicht nur, ja, ich mache mich nur wichtig, ich stehe hier, ja, Gaudi, sondern ein Sicherheitsmann ist alles, für die ganze Sicherheit zuständig ist, was die Leute wichtig ist. Wir gehen mit Menschenleben um, wir müssen die Menschen schützen, auch in dem Gebäude, wo wir sind, weil wir, wenn irgendwas passiert, als Erste vor Ort sind und wenn was passiert, als Erste die Menschen helfen müssen, bis Feuerwehr kommt, bis Sanitäter kommt oder bis der Polizei kommt, müssen wir die Sicherheits- und die Garantenpflicht gewährleisten. Deswegen müsst ihr euren Job ernst nehmen und wirklich auch ernst machen und lernen. Lernt was. Lernt was, schaut und lest über diese Themen, schaut über Themen, Filme und informiert euch. Redet mit dem Kollegen, was ihr wissen habt, erzählt weiter. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Nicht für mich, für euch, für dich, nicht nur für dich, für deinen Arbeitgeber. Nicht nur für deinen Arbeitgeber, für die Menschen, die du beschützt. Das sind wichtige Punkte. Bitte nimmst es mit. Und das ist das Geringste, was ihr mitführen könnt. Danke fürs Zuschauen. Ihr wisst, was zu tun ist. Bitte liken, bitte teilen. Danke. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, werden wir uns freuen, wenn ihr uns liked und abonniert. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr gerne das Video kommentieren. Bis zum nächsten Mal.